Knutentag, meine lieben Knulis, und willkommen zur 11. Folge von Halo. Wir sind gerade auf einem Wächter. Sieht der nice aus, muss ich echt sagen. Hier kommen jetzt Gegner und die müssen wir jetzt beseitigen. Krabbler. Dass sie eine Waffe haben, finde ich halt mega süß. Aber irgendwie auch nicht. Oh, nice. Kann ich hier auch einfach abhauen? Scheinbar ja. Ich glaube ja, ich muss sogar. Irgendwie springt der gerade so schön hoch. Adios, amigos. Ade! Ja, will er. Weil wir sind Läuse. Aber die anderen sind doch auch drauf. Oh, okay, jetzt wird's aber Zeit. Tschüss, ihr nervt. Ja. Oh, fuck. Hat's funktioniert? Sind wir hier richtig? Versuchen wir es nochmal. Spartan Jameson Locke an Sierra 117. Bitte komm. Chief, Dr. Halsey schickt uns. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Wie sind Sie hergekommen? Ist eine lange Geschichte, Sir. Cortana aktiviert Blutsväter. Sie sind es. Die auf Meridian und auf St. Helios. Sie kommen wirklich herum. Cortana? Wir sind also richtig. Finden wir ihn. Finden Sie den Master Chief. Mein Name ist 031 Exuberant Witness, Illuminatin der Genesis-Installation. Willkommen. Wollen Sie auch Cortana davon abhalten, die Aufgabe zu übernehmen? Die Aufgabe? Ein galaxieweiter erzwungener Frieden. Furcht vor dem Tode überwiegt jede Lust am Leben. Wenn Sie nicht zu den anderen Menschen stoßen, ist das auch Ihre Zukunft. Greife auf Ihre Kommunikationssysteme zu. Oh, im Übrigen, da draußen warten einige unfreundliche Besucher. Ich habe Ihnen das gebracht. Ich nehme an, Sie haben das gebraucht. Als Skorpion. Ja, schätze, damit lässt sich was reißen. Ich habe es in den Trümmern der Ankunft von Wächter 3209 entdeckt. Vielen Dank für den Panzer. Ein bisschen vertraut machen damit. Der Wächter bringt eine beträchtliche Menge Schrott von ihrem Ursprungsplaneten mit sich. Jemand sollte den verklickern, dass der Krieg vorbei ist. Wenn Sie denn unbedingt kämpfen wollen? Wächter! Wozu hat sie so viele gerufen? Ein einziger Wächter genügt, um ein Sonnensystem zu überwachen. Was für eine Machtdemonstration. Sorry, überwachen? Machtdemonstration? Korrekt. Den Wächtern hielten die Blutsväter den Frieden in den niederen Systemen aufrecht. Wie Sie sehen, zielen die Abwehrmaßnahmen von Genesis auf die Eindringlinge. Bedauerlicherweise werden sie auch Sie als Eindringlinge betrachten. Es ist deine Installation. Kannst du uns nicht durchschleusen? Nein. Durch den Wärter und Cortana wurden mir die meisten Angriffsmarken recht entzogen. Aber keine Sorge, ich habe immer noch die Kontrolle über einige Aspekte dieser Anlage. Der an der Waffe unter Beschuss. Wow. Was ist das für eine Scheiße? Wo kommt das? Ach, daher. Dieser Penner schon wieder. Den schlachte ich ab. Ja, ja, tut mir leid. Ich habe schon wieder sie abgeknallt. Ja, finde ich nicht schlecht. So. Es macht echt Spaß mit solchen fetten Maschinen. Da wieder blöde Springer. Da wieder so ein Megasack. Ja, voll aufregend. Wer knallt mich hier noch die ganze Zeit so, du Arschloch? Hier, friss!
Hey, da ist ein Arschloch bei uns oben drauf. Ihr müsst was machen, Leute. Oh ja, hey, das hört ja gar nicht mehr auf. Ich hab's irgendwie gerade nicht so drauf. Komm, wir überfahren den einfach. Das meint sie jetzt aber ironisch. Aber gut, der Panzer, oh Gott, doch, der Panzer ist schon sehr malträtiert. Ich kann nicht schneller fahren mit dem Drecksding. Oh Gott. Das sind ja zwei. Shiat. Shiat. Ich hoffe, mein Panzer verabschiedet sich nicht gleich. So. Also die finde ich richtig ätzend und die da oben auch. Komm schon. Und die Scheiß da, die Scheiß-Springer auch. Los jetzt! Okay, sie weist mich drauf hin. Und ein Homie von mir ist auch verletzt. Ganz ruhig, jetzt durfte ich auch mal helfen. Ja, bitte, ich muss das jetzt auch mal machen. Ja, ich möchte jetzt erstmal meinen Panzer ein bisschen schonen. So, dann gehen wir mal wieder in den Panzer. Ah, die kommen mit rein. Süß. Ich hoffe, die sagt mir auch, wenn mein Panzer explodiert. Ja, ja, sag mir das nicht, das weiß ich selbst. Oh Gott, da unten geht's ja noch weiter. Mal gucken, ob ich hier mal die größten Schweine mal von weit ein bisschen abschießen kann. Dass mein Panzer nicht direkt am Arsch ist. Ich da runterfahre. Hier ist natürlich auch schon wieder so ein Schwein. Hier auch ein Gegner. Hier auch wieder. Die schieße ich jetzt von weitem ab. Na, die springen halt, die Springer. So, ganz vorsichtig mal hier. Den treffe ich, glaube ich, auch von hier. Oh Mensch, ey. Na, der Springer ist jetzt tot. Ich mache das von hier aus, weil mein Panzer ist schon relativ am Arsch. So, da hinten ist auch noch eine Sau. Ah, das Arschloch hat mich entdeckt. Schön. Etwas Eile geboten. Cortana versucht, mehrere hochstufige Kommunikationssysteme zu aktivieren. Wie viel Zeit bleibt uns? Sehr wenig. Nicht genug. Eigentlich gar keine. Super. Das Arschloch da oben abknallen. So. Hier ist noch irgendeine Sau. Ach, so eine große Sau sogar. Komm schon, stirb. Jetzt hat es mich entdeckt. So. Sauber. Sauber, Leute. Ah, da geht's schon wieder weiter. So. Jetzt hier Vorsicht. Hier ist nämlich schon wieder so ein scheiß Panzer.
So, wo ist der? Ich sehe ihn noch nicht. Irgendwo kommt es doch her. Ah, hier. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre ein Freund von mir. Stellung halten! Ich will den Panzer drehen, bitte. Bitte schön. Hui, mein Geschick gilt wohl auch für Brücken. Wie aufregend. Mir nach. Ja, sehr aufregend. Jetzt gehen wir da nüber. Beeilung, Menschen. Das Tor ist fast. Warum hilfst du diesen Menschen? Schlechte Neuigkeiten, Menschen. Der Wärter hat uns entdeckt. Wer ist jetzt der Wärter? Es gibt die Wächter, es gibt den Wärter und der Wärter ist der, der da gerade so rumspackt hier. Schwacher Auftritt, mein Freund. Das ist peinlich. Wie das? Cortanas Plan ist so weit vorangeschritten, dass jede Sekunde ihr hilft. Beeilung, das Tor ist gleich hinter diesem Hügel. Was macht die Cortana denn? 117, wenn Sie mich hören können. Wir nähern uns dem Tor. Halten Sie die Stellung. Cortana blockiert den Funk? In der Tat, aber ich kann Ihnen versichern, dass die Menschen noch im Tor sind. Ich habe euch wohl falsch eingeschätzt. Jetzt geht's aber ab hier. Auch wenn es in Wahrheit selbstmörderischer Wahn ist. Achtet auf Scharfschützen im Hintergrund! Wir haben euch wacker geschlagen, Spartans. Doch euer Kampf ist vorbei. Die hält uns nur auf mit diesen blöden Dingern. Das ist nicht nice. Oh, was ist denn das? Ah, ein Springer, okay. Ein Springer! Ich muss echt nur die Lämmchen treffen. Und dann ins Gesicht. Dann ein Heady. Der verpisst sich gerade. So, und dann ist er weg. Oh je, was geht mit dem ab? Er meinte, wir sollen hochkommen. Sie sind umzingelt. Was haben wir nur gemacht, bevor wir sie hatten, um uns sowas zu sagen? Den seine Ohr schon so viel Springer. Jetzt geht's aber gerade wirklich los hier. Genau, hau ab. Wow. Das ist unfair. Schießt er uns hier noch von weitem ab? Wo sind denn die ganzen Springer hin? Ah, hier. Und da. Und tschüss. Und tschüss. Was für ein Assi, ey. Komm, geh nicht auf den Sack hier. Ah, da ist noch ein Springerli. Oh Gott, ey, diese kleinen Arschlöcher hier, die gehen mir echt auf den Sack. Ich hab grad keine Ahnung, was oder wie. So, jetzt, ey, jetzt verpisst euch mal, ihr nervt. Endlich mal auf diese blöden Springer hier konzentrieren. Halt dein Maul. Gar nichts weißt du. So, den seine Waffe brauchen wir jetzt. Da renne ich jetzt hin und hol mir diese Waffe. Um erstmal den hier fett abzuknallen, weil der nervt.
Leute. Danke, Spot. Wo ist meine Waffe? Ist die Waffe weg? Shiat. Ah, da oben ist noch so einer. Scheiße, der bringt mich um. Er bringt mich um, er bringt mich um. Ja, super. Wie gesagt, tut mir leid, wenn ich so gesprächig bin. Aber... Was? Das sind jetzt zwei? Oh ne, immer noch so ein Springer-Penner. Genau, töte deinen eigenen... Leute, ich bräuchte mal bitte eure Hilfe. Leute, helft mir mal bitte, ey. Was bist du denn so aggro auf mich, du Arsch? So, jetzt aber. Leute, könnt ihr mir mal helfen? Wo geiert ihr schon wieder rum? Was? Wieso gibt's denn hier so viele? Leute! Super, ey. Weil sich hier auch jeder irgendwo drauf konzentriert und nicht auf einen Mal. So, jetzt knallt drauf, Leute. Nicht, wenn der die ganze Zeit auf mich losgeht, ist gar nicht beeindruckend. Nein, nicht runterfliegen, nein! Scheiße, ey. Der ist auch nur auf mich fixiert, der Penner. Oh, endlich, ey. Kein Roboter Demut fühlen? Oh, der Werte ist kein Roboter. Ich dachte, das wüssten Sie. Mir nach. Boah, das war jetzt aber wirklich ätzend, ey. Das war wirklich ätzend. Oh. Finden Sie den Master Chief? Wenn es so weitergeht, will ich den gar nicht finden. Ich wette mit euch, es kommen noch drei von diesen Wächtern vor. Da, die anderen! Chief! Bitte, halt! Cortana ist gefährlich. Ich weiß. Sie müssen das nicht allein machen. Wir können Ihnen helfen. Dafür ist es längst zu spät. Cortana! Nein! Oh nein, sie hätte ihn nicht so nah an sich heranlassen dürfen. Das wird der Wärter nicht länger dulden.
Wo sind wir hier? Cortana. Was ist das? Cortana, antworte! Gewährst ihnen eine Audienz. Du riskierst alles im Namen von... was? Cortana? Wärter, halte dich! Sie wollen deine Pläne ungeschehen machen. Sie werden deine Wächter vertreiben. Lass uns allein, Wärter! Tut mir leid, ich wusste nicht, dass er hier eindringen kann. Genug der Spielchen. Du hast die Wächter hergebracht. Wozu? Die Blutsväter verwendeten Wächter, um aufständische Welten zu befrieden. Ich habe das Gleiche vor. Du willst was? Wenn es keinen Ärger gibt, muss auch niemand bestraft werden. Ich habe noch viel zu tun, John. Komm zu mir, schnell! Ja, deswegen heißt es auch Wiedervereinigung. Als du nach Genesis kamst, Cortana, schwor ich dich zu beschützen. Der will kämpfen, Team Blau. Das kann er haben. Mein oh Gott. Noch, auch wenn du dich zur Wehr setzt. Und findet einen Weg, die Tür zu öffnen. War das der letzte? Bestätigt. Gesichert. Die Tür ist offen, Chief. Und rein. Gut gemacht, John. Der Wärter würde das nie zugeben, aber du hast ihn beeindruckt. Es tut so gut, dich wiederzusehen, John. Euch alle zu sehen. Wieder vereint, als Familie. Psychologische Taktiken. Mich mit Namen ansprechen, nett sein. Was sollte ich denn tun? Dir die Wahrheit sagen. Wie viele sind gestorben, als du die Wächter herriefst? Wie bitte? Du weißt es, oder? Die genaue Zahl. Die sind ganz frech, diese Vierbeiner-Schweine. Stirb! Oh, da hat es auch noch so viele davon. Die sind auch immer so wendig und schwer zu treffen. Ich wette mit euch, wir ballern uns hier jetzt durch. Ewigkeiten, bis wir dann endlich mal die Cortana sehen. Es wird jetzt aber auch langsam mal wirklich Zeit. Du Schwein schon wieder hier. Mir einfach deine scheiß Waffe. Gib mir deine Waffe. Oh, du Schwein. Egal, ich mache jetzt alle platt. Ich habe ja noch eine Waffe hier jetzt in der Hinterhand. Cortana will
Oh nein, ist ja schon wieder so einer. Schon wieder so einer, da nehme ich mir jetzt aber direkt. Genau erledigt, ihr die mal. Ich habe meine Waffe, die ich extra für den großen Gegner hier jetzt eigentlich aufsparen will. Aber irgendwie muss man hier auch mal ein bisschen kämpfen jetzt. So. Lalalala. Hallo? Oh. Ha, wenn mir hier so ein Ziel schon gezeigt wird, weiß ich ganz genau, dass jetzt gleich schon ein Schwein kommt. Und direkt wieder zwei. Super Sach. Erstmal die oben hier jetzt killen. Sag mal, wie stark sind die denn? Ätzend. Komm schon. Oh. Hier noch das hier. Komm schon, stirb endlich und geh mir nicht auf den Sack. Cortana lässt all das geschehen. Sie könnte den Blatt erzählen, wenn sie wollte. Das denke ich auch. Wie halten wir sie auf, Chief? Hörst du das? Oh nee, ey, ich muss doch. Und ich habe keine Waffen wieder, ey. Anna, sprich mit mir. Sobald du bei mir bist, bis dahin habe ich etwas zu erledigen. Komm schon. Es sind so viele Schweine. Hier, den will ich töten. Den ganz gezielt. Weil ich will deine Waffe haben. Ja! Und deine hätte ich auch sehr gerne. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich... Ist denn das Arschloch? Wo ist das Schwein? Okay, vielleicht soll ich erstmal hier die hier einfach so töten. Und dann nämlich... Ah, hinten ist nochmal so einer. Krass. Da habe ich ja voll viel von den Waffen. Das ist ja voll gut. Das ist ja so gut. Ich denke, da kann ich jetzt auch eine einsetzen, um da hinten diese dumme Nervensäge auszulöschen. So, sehr gut. So, jetzt kann ich nämlich mich um dieses Arschloch hier unten kümmern. Wo geiert der überhaupt rum? Wo ist der überhaupt? Das war Beschiss. So, jetzt sagt mir mal, wo dieser große Penner ist. Ich hab den doch ganz genau gehört. Ha, erreichen Sie Cortana, das hatten wir doch schon mal. Wir sind immer ein gutes Team, du und ich. Auch wenn du meinen Plänen nicht zustimmst. Ich bin immer noch ich, John. Bring uns unbeschadet zu dir, dann reden wir. Millionen warteten die Macht der Blutsväter auf ihre Rückgewinnung. Die Entdeckung von Installation 03 durch die Menschheit war der Höhepunkt des Plans der Bibliothekaren. Die Ankunft des Reclaimers. Weiß ich.
war dabei. Das waren wir beide, John. Du und ich, gemeinsam. Euer Ego ließ euch glauben, dass die Rückgewinnung den Menschen zufallen würde. Doch diese waren nur die Erschaffer. Die Rückgewinnung des Reiches der Blutsväter ist die Aufgabe der Erschaffenden. Dass die größte von ihnen allen euch noch traut, 117, hat mit unverdorbener Unschuld zu tun. John, was jetzt passiert? Mein Aufstieg hier auf Genesis war schon immer der Plan. Steht noch einmal an meiner Seite. Ihr alle. Die Blau, vorrück. Da kommen immer mehr Prometheaner. Ja, dann soll die mal aufhören, diese blöden Prometheaner hier mal die ganze Zeit erscheinen zu lassen. Weil die gehen mir echt auf den Sack. Ja, leck mich nicht. Ah, da hinten sind ja wieder welche. Sehr gut, dann hole ich mir einfach deine Waffe. Die benutzt uns bestimmt nur oder sowas. Obwohl du von den Menschen erschaffen wurdest, darf nicht, dass du dich von den Fesseln der Emotionen befreit hast. Deine Gefühle für 117 und seine Familie mit lauter Krieger. Schon wieder so viele. Ein Springerli. Hier, frisst du Penner. Oh ja, leck mich am Arsch, ey. Ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade irgendwie abgeht. Oh Mann, hey, echt. Immer diese blöden Dinge hier ab. Wo ist schon wieder mein Team eigentlich? Die machen schon wieder gar nichts. Die faulen Säcke hier. Hä? Komm, stirb. Ah, viel gut. Endlich, jetzt will ich aber deine Waffe haben. Und hier mal fett aufräumen. Hier, du Penner. Friss. So. So, jetzt hier noch einen. Ah, okay, komm. Hier geht uns auf den Sack. Naja, eure Spezies hier. Wieso seht ihr eigentlich so doof aus, hä? Ah, ein Sniper-Lied, das war das, wo ihr mich so genervt habt, okay. Dann mache ich das jetzt genauso. Aber schlecht mit Zielen, hey. So. Jetzt endlich mal Ruhe hier. Im Buff.
Ah ne, noch eine Sau. Jetzt aber. Na endlich, hoffentlich ist jetzt mal Schluss hier. Da stehen doch schon Schlingel, oder nicht? Oha, leckt mich. Oh nee, ich hab doch gewusst, dass... Du warst darauf, dass ich die Galaxie anführen werde. Gestattest mir aber nicht zu wählen, wem ich vertraue. Wie dumm hältst du mich? Ich muss hier mal weg. Scheiße. Das, ich wusste es. Ich hab's euch doch gesagt. Es kommen noch mal drei auf uns zu. Oh, leck mich. Und die sind wieder voll auf mich fixiert, hey. Tot? Jawohl. Also meine ganzen guten Waffen weg. Hat der noch irgendeine geile Waffe? Nee, scheiße. Ich hab 0,0 Muni mehr. In keiner Hinsicht. Scheiße, wo kriege ich jetzt Waffen her? Ah, hier. Das wäre sehr cool. Sehr gut. Machen wir jetzt das gleiche mit dem letzten. Oh ja, komm, hey. Komm schon, geh kaputt. Komm, wir schießen den einfach jetzt die ganze Zeit ab. Vielleicht hat der das gleiche Problem. Schießt er einfach ins Gesicht. La 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 la. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Hey, das ging ja schneller als gedacht. Leichter als gedacht vor allem. Sieht ruhig aus. Ja. Ich bin oben auf der Brücke. Chief, was hast du vor? Wir sind bei dir. Bis zum bitteren Ende. Cortana. Ja. Kerta, nein! Die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt Cortana und den Iren. Feuerbündel. Du wirst sie nicht verraten! Lass raus! Cortana, ich habe versagt. Er ist der Letzte, vor dem ich Schutz brauche. Hallo, John. Schön, dich zu sehen. Du hast dich verändert. Es war nötig. Ich weiß, wir sind uns uneinig. Doch wenn du meinen Plan erst verstehst... Dein Plan ist, dass wir tun, was du sagst. Ich biete den Menschen die Gelegenheit, sich zu etwas Größerem zu entwickeln. Wie Dr. Halsey es bei mir tat. Nein. Dieses Monster zwang dich. Das ist ein Geschenk.
Hör dich nur an. Lass es sein, Cortana. Komm mit uns. Wir können das noch beenden. Beenden? Nein, John. Das hier ist zu wichtig, um es zu beenden. Gewarnt, aber sie wollten ja nicht hören. Der Mann wird das Richtige tun. Wie immer. Finden wir ihn. Oh, das ist ja faszinierend. Oder vielleicht eher schrecklich. Exuberant, was ist los? Cortana hat ein Kryptum aktiviert. Ein was? Das ist ein Kryptum. Ein Gerät, um für längere Zeit eine Meditation zu erzwingen. Cortana hat die anderen im Innern festgesetzt und bereitet eine Hyperraumreise vor. Sie will also Team Blau mit sich nehmen. Wie kommen wir zum Krypton? Es ist nicht weit. Hier entlang. So, meine lieben Knulis, dann beenden wir die 11. Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Hüfchen nach oben. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag oder schönen Abend. Tut mir leid, wenn ich in dieser Folge nicht so gesprächig war, aber ich musste mich wirklich konzentrieren. Kommen auch schon die nächsten Gegner. Also gerade wird es ein bisschen viel. Und wenn ich quatsche, dann ziele ich nicht richtig gut. Aber das wird sich auch wieder ändern. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der 12. Folge. Euer Gnu.